Ja, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute endlich den Verfassungsschutzbericht vorgestellt bekommen haben. Aufgrund von leichten Verwerfungen beim Bundesinnenminister war das ja bei dem vergangenen angesetzten Termin nicht möglich. Die Zahlen sind dramatisch. Es gibt im Bereich des Linksextremismus gerade in Bezug auf Gewalt ganz relevante Zahlen. Und das bedeutet auch, dass wir in den Bereich sehr genau, sehr scharf hingucken müssen. Wir haben beim Gewaltbezug, aber beim Rechtsextremismus insgesamt einfach eine dramatische Lage, die sich auch nicht entspannt. Und gerade diese Frage der rechtsextremistischen Netzwerke bewegt das Bundesamt für Verfassungsschutz stark. Und das ist beunruhigend. Und dann darf man nicht den Bereich des islamistischen Extremismus aus dem Blick verlieren, nur weil wir jetzt seit geraumer Zeit keinen Anschlag in dem Bereich haben. Auch da gibt es immer noch relevante Probleme, Gefährder, Menschen, die bereit sind, hier die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Und deswegen muss man sagen, die öffentliche Sicherheit im Jahr 2020, die Lage ist ernst. Und besonders beunruhigend und auch in dieser Form unerträglich ist die Situation beim Antisemitismus. Die Zahlen sind beunruhigend und auf einem hohen Niveau. Und es ist unerträglich, dass im Jahr 2020 in Deutschland der Antisemitismus so ein virulentes Thema ist und dass hier Menschen in dieser Form bedroht sind und von extremistischen Bedrohungen gefährdet werden. Insgesamt ist die Anzahl derjenigen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohen, ganz erheblich. Und der Bundesinnenminister ist darauf eingegangen und ich halte es auch für einen relevanten Bereich. Diese Verschwörungstheorien, diese ganze antiwissenschaftliche, quasi religiöse, esoterische Erzählung, die sich am Ende gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet, auch das ist nicht immer zwingend extremistisch, aber es ist doch ganz klar ein Bereich, der daran arbeitet, unsere Verfassung anzugreifen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Demokratie zu destabilisieren. Und auch da müssen die Sicherheitsbehörden scharf hingucken. Und jetzt ist es relevant, dass die Sicherheitsbehörden aus diesen Erkenntnissen heute präsentiert wurden, die richtigen Schlüsse zieht, dass wir den Umbau der Sicherheitsbehörden im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem gewaltbereiten Rechtsextremismus, dass das fortgesetzt wird und dass wir auch die Demokratieförderung stärker ins Auge fassen als bisher. Viele relevante Projekte kämpfen jedes Jahr um ihre Förderung. Das muss verstetigt werden. Wir brauchen klare finanzielle Zusagen für diejenigen, die sich zum großen Teil ehrenamtlich mit alltäglicher Arbeit um unsere Demokratie bemühen, dass die aus dieser Bewilligungsspirale, in der sie sich befinden, dass sie da herausfinden und einfach Planungssicherheit haben. Denn wir müssen die Menschen, die klar auf dem Grund und Boden unserer Verfassung stehen, stärken in diesen Zeiten.